wenn die Schiedsrichter zu uns kommen und mit uns Regelschulung machen, ja, dann zeigen sie uns, was ein taktisches Foul ist, und zeigen, was das unbedingt eine gelbe Karte auch beinhaltet. Und in der Situation, als Spieler von Köln unseren Spieler foult, ist es ein ganz klar taktisches Foul. Der Spieler hat schon gelb und muss in dieser Situation, der muss die gelb-rote Karte bekommen. Dass wir in der nächsten Situation eine ganz dumme Aktion machen und dadurch selber mit einem Mann weniger weiterspielen müssen, das ist ein anderes Thema. Aber da muss ich dem Schiedsrichter sagen, finde ich, es war eine spielentscheidende Situation, die spielentscheidende heute. Für uns extrem bitter, ja, aber können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich meine, dass 3, 4 solche Fouls in diesem Spiel waren, die alle nicht mit Gelb geahndet wurden. Ich meine auch, das Handspiel von Modest mit Gelb zu werten, ist auch fragwürdig. Es ist einige Situationen gegeben, bedingt auch dadurch, dass es ein hochintensives Spiel war. Man ist das halt dann auch nicht immer einfach zu bewerten. Ich kann das nachvollziehen. Aber bei aller Liebe, also wir haben auch Situationen gehabt, die wir in den letzten Wochen nicht für gut für uns empfunden haben und haben sie nicht bewertet. Deswegen, ja, mag ich die andere Seite jetzt auch nicht beurteilen.